Haben nicht manche gesagt, bei Grün sehen Sie für die erfolgreiche Wirtschaftsregion Baden-Württemberg schwarz? Weil die Politik der Partei die Ampeln der starken Wirtschaft auf Rot stellt? Nun, bis jetzt scheint der Himmel blau geblieben. Aber was braut sich denn am Horizont zusammen? Woher weht der Wind? Auf den Wegweisern des Landes stehen Innovation, Maschinenbau und Mobilwirtschaft. Wie lange noch? Fegt sie der grüne Ökosturm vom Feld oder vertreibt er mit Rückenwind die grauen Wolken? Ist der grüne Ansatz realistisch? Ist das nicht reine Utopie? Wie sollen Autos weniger und kleiner werden und dabei trotzdem noch die Platzhirsche im Premiummarkt? Fährt da der grüne Konvoi nicht hart gegen seine selbst erbaute CO2-Schadstoffwand? Dazu muss die Wirtschaft mächtig investieren. Aus Geraden werden Kurven. Wer fällt schon gerne vom Exportgold im Rang zurück? Und kann die Wirtschaft so im internationalen Wettkampf bestehen? Ab wann ist der Standort in Gefahr? Welches Konzept wählt man, wenn der Gegner Lohn-, Rohstoff- und Energiekostensteigerung heißt? Welchen Weg schlägt man ein, jetzt wo das Bewusstsein der Gesellschaft für die Umwelt wächst? Ist dieses Umdenken der Weg zum Etappenziel, weil hier die zukünftige Nachfrage winkt? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen. Wie viel grüne Wirtschaftspolitik ist gut? Oder ist grüne Politik dafür gerade gut? Jetzt wird's bunt.